Oh mein Gott, hallo Leute. Ich Big Stupid. Ah. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bloodborne. Ich habe die Folge gerade aufgenommen in 720p ohne Ingame-Sound. Oh, warum ändert man manchmal Profile in seinem OBS? Ich weiß es nicht. Oh, wie ungünstig. Oh, wie doof. Oh, ich muss alles nochmal machen. Aber ich bin richtig glücklich, dass wir... dass ich meinen Spielstand in der letzten Folge vor Alfred kopiert habe. Heißt, ist Ebrietas tot? Ich weiß es gar nicht. Warte mal. Haben wir... Was haben wir für blaue Runen? Ja, Ekelschwur haben wir alles. Ich weiß gar nicht, wo wir sind vom Stand her. Doch, warte, das hier ist ausgerüstet. Das hatte ich ausgerüstet, als Ebrietas gestorben ist. Okay. Doch, ich glaube, wir können uns... Habe ich einen Spielstand? Habe ich es nochmal hochgeladen nach der Folge in den Spielstand? Eigentlich nicht. Keine Ahnung, aber ich habe ein falschen Profil aufgenommen. Habe eigentlich so ziemlich bis zu der Stelle gespielt, wo ich streamen wollte. Und dann habe ich verkackt. Dann habe ich halt gemerkt so, oh, kacke, ich habe falsch aufgenommen. Ja, wir holen uns erstmal hier gerade, machen zweimal den Trick. Übrigens, mit einem Zeichen des Jägers kann man das beschleunigen, weil man sich direkt zu der Lampe teleportiert und der Gegner wieder lebt. Kleiner Lifehack, falls ihr das schneller farmen wollt. Und kaufen uns die Ritterrüstung, mit der wir dann heute spielen werden. Das klingt doch nach einem Plan. Und während ich das hier mache, kriegt ihr ein paar Ausschnitte aus der 720p-Folge. Nämlich zum Beispiel, wie ich über die Kommentare gehe. Viel Spaß damit. Yo, wie viele Boys hier schon abhängen. Hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bloodborne. Hallo. Wir neigen uns dem Ende des Projekts zu, tatsächlich. Und ich glaube, ich muss nach der heutigen Folge erstmal nochmal kurz Pause aber machen. Trotzdem, so 4 Tage oder so. Und danach können wir uns um alles andere kümmern. Dann machen wir den Stream, indem wir uns das DLC vornehmen. Und dann machen wir noch die finale Folge danach. Genau. Freue ich mich schon auf alles auch. Aber ich habe nächste Woche ein bisschen was zu tun und habe dann nicht die Zeit, diese Folgen aufzunehmen oder zu streamen. Deswegen, ja. Und puh, der Boss am Ende der letzten Folge, der hat mich ein bisschen vermöbelt. Aber so One-Hit-Angriffe sind auch kacke, ganz ehrlich. Und ich komme mit dem Bloodborne-Kampfsystem immer noch nicht so gut klar wie mit den anderen From-Software-Spielen. Keine Ahnung. Wir gehen kurz zum Zentrum von Janam, damit ich es einfach zeigen kann. Es wurde sich nämlich über Twitter von mir gewünscht. Es gibt ein Video auf YouTube, das hat 26 Millionen Aufrufe, wo jemand mit diesem Helm eine Leiter runterrutscht und es macht so donk, 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 donk. Ich möchte kurz zeigen, das ist leider nicht im Spiel. Aber tatsächlich klippt der Helm in der Leiter drin und wackelt dadurch, was sehr lustig aussieht. Ich verlinke das Video unter diesem Video hier, könnt ihr mal reingucken und da ist halt so dunk, 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 dunk beim Durchrutschen. Ihr fragt euch, warum ich lache. Das ist ein bisschen dark, aber ich find's doch lustig. Weil man das Kind bei Ariana ja auch mit 2 Kieselsteinen besiegen kann, aber puh. Okay, also. Max X hat geschrieben, dass Alfred sich wahrscheinlich nicht umgebracht hat, weil er keinen Sinn mehr oder so im Leben hatte, sondern weil er auch wie Logarius ein Märtyrer werden wollte. Obwohl niemand wusste, dass Logarius da oben den Eingang bewacht. Und ein paar Kommentare haben geschrieben, dass er das wahrscheinlich gemacht hat, weil er gemerkt hat, dass die Königin unsterblich ist und dann wollte er sie wegsperren. Allerdings gibt es dazu zum Kontrast halt auch diese Lore, die ich letzte Folge eingeblendet habe, dass es ja den Ring gibt, den man in den Chalice Dungeons findet. Und scheinbar hat Logarius sich in die Königin auch verliebt. Und hat die deswegen auch versteckt und verteidigt. Also, keine Ahnung. Alles weird. Dann haben wir noch etwas Lore zu Ebrietas. Das Ding, was mich letzte Folge ein bisschen verprügelt hat. Ebrietas ist eine der Great Ones. Wie würdet ihr Great Ones auf Deutsch übersetzen? Eine der Großartigen, ne? Das ist aber Great One klingt irgendwie cooler im Englischen. Aber ja, das sind diese, die Anführer-Aliens, die alles zum Laufen gebracht haben. Mächtige Wesen, die sogar aus der Existenzebene verschwinden können, weil sie so mächtig sind, dass sie einfach ohne Körper existieren können und so. Wenn sie
sich weit genug entwickeln. Keine Ahnung, Alien-Kram, Cthulhu, I don't know. Aber ja, ich lese mal vor. Ebrintas ist eine der Great Ones, welche im alten Labyrinth ist Chalice zurückgelassen wurde. Den haben wir ja von ihr bekommen. Da sie einen Zusammenhang mit dem Chalice hat, gibt sie dir auch den dazugehörigen Kelch. Diese hochintelligenten und mächtigen Kreaturen können an mehreren Orten gleichzeitig sein. In Ebrietas Fall einmal in der oberen Kathedrale und im Chalice Dungeon, wo sie nochmal um einiges stärker ist. Hilfe. Jäger ging in dieses Labyrinth, um die Wahrheit zu erfahren und brachten Ebrietas in die heilende Kirche. Die heilende Kirche wurde wegen Ebrietas gegründet. Dort wurde an ihr recherchiert und ihr rotes Blut wurde genutzt, um die Heilung, wie wir sie kennen. Fun Fact zu warum Ebrietas nicht angreift. Sie ist die einzige von den Großen, die Präsenz von Menschen um sich akzeptiert hat. Anders als zum Beispiel Amygdala, Mergos, Amme, Rom und so weiter. Natürlich, nachdem du sie angreifst, wird sie aggro. Ja. Und das Blut, was sie auf uns gespuckt hat, hat uns ja auch instant wahnsinnig gemacht. Also, die Menschen haben irgendwie dieses Blut von diesen Aliens gesammelt und es benutzt, um sich selber weiterzuentwickeln, aber dadurch ist gleichzeitig auch diese Bestienplage entstanden. Das ist so das ganze Drama von Bloodborne. Ansonsten, man kann Alfred an der zweiten Location töten und kriegt dadurch sein Abzeichen. Also, falls ein Remake jemals kommt, wissen wir, was wir zu tun haben. Und noch eine Info, dass man die Runen öfter ausrüsten kann, weil sich der Effekt stackt. Das wusste ich, aber habe ich bisher nicht erwähnt, deswegen danke Leon Haug für diesen Kommentar. Genau, also wenn ich zum Beispiel jetzt diese, ich könnte die beiden ausrüsten, ich könnte die andere einfach halt in dem Slot hier ausrüsten. Genau. Wir haben noch eine Kommunion-Rune gefunden, ne? Na guck mal, wir haben 4 Stück davon jetzt. Richtig ausgegraut und da sieht man das richtig gutes Logo. Ich glaube, das ist auch die krasseste. 4 Fiolen mehr. 24 statt 20 ist auch nett. Ja, heute fangen wir an, indem wir gucken, was diese Geste uns bringt. Und dafür müssen wir wieder zurück Richtung nach Mikolaschhausen. So, willkommen zurück. Wir kaufen uns die Kanehurst-Rüstung, legen diese schnell an und kaufen mit dem restlichen Zeug 4 Blitzpapier und 6 Feuerpapier. Dann bemerken wir, dass wir keine Blutfiolen mehr haben, wie beim letzten Mal. Und kaufen uns einfach so viele, dass wir 18 Stück wenigstens haben. Und gehen direkt auf dem besten Wege. Erstmal wieder runterkommen. Zu Mergos Speicher, zur Basis. Denn wir haben uns beim letzten Mal ja die Kontaktgeste geholt. Genau. Und mit dieser können wir hier etwas machen. Es gibt nämlich einen neuen Fahrstuhl, der erst auftaucht. Ich weiß nicht genau, was die Bedingung ist, dass dieser Fahrstuhl auftaucht. Aber der ist da auf jeden Fall, wenn man das... Ich glaube, wenn man den Hebel zieht, dass das Gehirn runterfällt oder so. Aber wie gesagt, ich bin ziemlich unsicher. Auf jeden Fall können wir jetzt dann nochmal hier hinlaufen in das Gebiet, wo die kleinen Leute sind. Keine Ahnung, was es mit denen auf sich hat. Es fühlt sich so weird an, sowas ein zweites Mal alles zu sagen und aufzunehmen. Aber hey. Oh, es hat geklappt. Selber überrascht gewesen. Scheinbar ein ziemlich großes Parry-Fenster. Hey, nicht schubsen. So. Den nehmen wir auch mit, den Edelstein. Klingt ja nicht stark. Müsste eigentlich mal gucken, wo man gute farmen kann. Das würde ich gerne noch machen. Aber ja, wir können jetzt hier runterfahren mit diesem Fahrstuhl. Der ist nämlich neu. Kommt uns auch ein Fahrstuhl entgegen. Hallo. Und wir fahren... Na, guck mal, da ist ein Blutfleck. Hierhin scheinbar. Was ist mit dem passiert? Ich inspiziere den Blutfleck, aber ich sehe... Ist der von oben runtergefallen? Fällt jetzt gleich hier ein roter Fleck runter? Nö. Ich drücke inspizieren, aber es passiert nichts. Keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Aber ja, wir sind hier unten. Und hier ist es ziemlich düster. Hallo? Oh, wer bist du denn? Wer guckt mich da denn so freundlich an? Erinnerst du dich an Kontakt? Puh, ich. Ja, das ist dieses Gehirn, Brain of Menzies, das den Wahnsinn ausgelöst hat. Und hier haben wir es runtergeworfen, scheinbar in eine endlos dunkle Schlucht des Nichts. Und mit der Kontaktgeste kann man hier eine geheime Aktion auslösen. Nämlich, wenn man sich hier eine Weile hinstellt, dann passiert was. Dauert so bis zu einer Minute, glaube ich.
Man denkt erst, man macht sogar was falsch. Aber wartet einfach ab. Ja, aber auf jeden Fall, sorry, dass das mit der Aufnahme jetzt so schief gelaufen ist. Echt ungünstig, aber passiert. Ich bin super froh, dass ich einfach das mit dem Spielstand vorher gemacht habe, weil sonst hätte ich die 720p-Aufnahme irgendwie verwenden müssen. Aber so kann ich es eher einfach nochmal spielen. Ah, da ist es. Genau, wenn man diese Geste macht, macht man das hier. Und dadurch bekommt man die beste Mondrune. Wir haben jetzt 3 Stück. Genau. Die hier macht 10% mehr Echos, 20% und 30% mehr Echos. Man kann alle drei gleichzeitig ausrüsten. Aber habe ich, glaube ich, bei den Zuschauerfragen beantwortet. So. Und das Einzige, was uns jetzt noch bleibt, ist, den netten Herrn zu vermöbeln. Deswegen hätte ich gerne wieder meine Hülle ausgerüstet und eine Bestienbluttablette tatsächlich. Zack. Zack. Und los geht's. Dieses Ding hat so viel Leben. So, wenn die Leiste voll ist, dann kann man, glaube ich, auch mit normalen Angriffen angreifen und macht vollen Schaden. Ihr seht, wie viel Leben das Ding hat. Also. Aber 320 Schaden pro Angriff ist schon nett. Wie viel machen wir mit den Wechselangriffen? Ja, schon 500 oder so, aber die sind ja auch entsprechend langsamer. Und weg damit. Lebendiger Strang. Häng. Ja, ein Chalice-Material. Und es regnet sogar Blut, als hätte man den Boss besiegt. Selbst hier unten im Abgrund. Sieht irgendwie, ist echt merkwürdig hier unten. Besonders wenn wir da hochfahren, gucken, man kann so richtig unter das Level gucken, so als wären wir gar nicht in der Map drin. Da ist sogar so ein Rand, der aufhört und sowas. Ganz merkwürdig. Aber am Ende ist es ja auch irgendwie nur ein Albtraum und kein reeller Ort. Glaube ich. Ja. Aber haben wir das erledigt. Hallo, kleiner Mann. Aua! Ich hab mich getackelt. Okay. Ja, wir können, eigentlich so ein... Wo ist es? So ein gelbes Ding benutzen. Genau. Auf nach Hause. Aber wir sollten damit eigentlich jetzt alles fertig haben, was wir machen wollten im Spiel. Alle Questreihen, alle Sachen. Wir müssen uns eigentlich nur noch um Secret Ending kümmern, genau. Aber das machen wir ja in der Folge. Zwischen der jetzigen Folge und der nächsten wird es eine Pause geben, wahrscheinlich. Aber darüber reden wir am Ende nochmal. Wir gucken gerade nochmal kurz, ob die Blutedelsteine alle gut sind, die wir drin haben. Ja, unser Sägespeer ist sehr gut. Das ist doch schön. Können sie alle nochmal reparieren von der Haltbarkeit, warum nicht? So, genau, jetzt haben wir das alles fertig. Dann können wir jetzt uns um Mergos Speicher Mitte kümmern. Achso, warte, wir sollten die Rune vielleicht auch ausrüsten, die wir bekommen haben, ne? Wäre eine Idee. Und natürlich sollten wir auch die Ritterrüstung ausrüsten, die wir gekauft haben. Sorry, ich bin ein bisschen durcheinander, weil ich ja zum zweiten Mal dabei bin. Hier. Das ist die Kanehurst-Ritterrüstung. So sieht sie aus und damit können wir uns weiterkämpfen. Ich finde den Helm ein bisschen dämlich. Dieser weiße Lappen an Haaren da hinten sieht irgendwie komisch aus. Aber hey, wir sind jetzt der mächtige Ritter. Und kämpfen uns tapfer durch das Menses-Schloss. Ist ja wie so eine Burg, oder? Schon so ein bisschen. So. Also habe ich echt keinen Progress verloren durch Spielstand runterladen? Schätze mal, ne? Sieht ja alles sehr gut aus. Nehmen wir auch wieder unsere Knarre. Und jo, die sind weg. 3000 Blutechos auch von denen einfach, ne? Wir können uns jetzt um die leuchtende Glocke kümmern. Und guck mal, das sind die, die wir als Boss kennen. Und die sind echt dumm von ihrer KI, weil die sich auch einzeln pullen lassen. Wie Schatten von Jahrenarm. Jo. Immer einzeln pullen. Sind nicht sonderlich smart. Und halten auch nicht so viel aus. Ich glaube, die haben wesentlich weniger Leben als die Bosse. Sonst wären die ja nicht mit 2, 3 Schlägen tot. Der Typ da oben wirft Feuerbälle. Achtung. Sehr schön. Hm.
So, weg mit dem. So, und dann können wir... Ich glaube, hier rumlaufen. Da war was vorhin. Ja, genau. Zwei Blutsteinbrocken. Brauchen wir immer noch eigentlich so viele, wie es geht, damit wir uns dann die DLC-Waffen upgraden können. Aber wir kriegen ja, glaube ich, auch im DLC da noch recht viel Upgrade-Material. Also sollte das alles ganz gut funktionieren. Und guckt mal, die Schweine haben Upgrade bekommen. Die sind jetzt so insane. Lasst mich aber trotzdem so anfangen. Wenn es mir schon sein Popöchen so anbietet. Da guckt euch einfach Willi an. Richtig gruselig einfach. Nein, danke. Aber die zwei Blutviolen nehme ich dankend an. Hüpfen jetzt erstmal noch da runter. Okay, hätte man vorsichtiger runterhüpfen können, aber egal. Ich will erstmal hier alle Blut haben. Blutsteinbrocken. Ja, irgendwie mit der Fackel finde ich schon cool. Wir haben auch diese Laterne, die habe ich halt so vergessen. Die habe ich halt nie hergenommen. Fände ich cool, wenn die einfach permanent aktiv bleibt, wenn man sie aktiviert. Und da steht die Glockenfrau, um die wir uns kümmern wollen. Den Weg bin ich tatsächlich... Also ich gehe alles eigentlich genauso, wie ich es beim ersten Mal gegangen bin. Wiederhole gerade meine Schritte. Ich weiß nur, dass er jetzt hier ankommt, weil der hat mich beim letzten Mal ein bisschen überrascht. Aua. Au. Geht's mir gut? Mir geht's gut. Ja. Hallo, Mr. Tonitrus-Mann. Gab's beim Bosskampf auch einen mit einem Tonitrus? Ich weiß es gar nicht. Aber danke für die ganzen Blutviolen. Ja, und die Glocke ist aus. AK, keine Invasionen mehr und noch mehr Blutsteinbrocken. Das ist sehr gut. Ich glaube, so können wir uns das Schwert aus dem DLC dann upgraden. Hey, na? Komm hier um die Ecke und dann steht da die Gang. Eigentlich will man die möglichst einzeln bekämpfen. Besonders, weil einige Schläge von denen richtig gut Schaden machen können. Aber wir haben ja auch immer noch unsere Notfallwaffe für Gegner, die zu aggressiv sind, wollte ich sagen. Ja, funktioniert. Puh, wie sie hier alle Ecken wegprügeln. Hey? Aua? Wait. Zack. Ho, ha, hi, ha. Kann ich dich auch treffen? Aua. Ich glaube, ich falle vorher runter. Ah, ne, ich habe ihn getroffen. Sehr nice. Das ist eine andere Lösung. Zeige euch dann gleich. Warte. Das ist sehr viel uneleganter auf jeden Fall als beim letzten Mal gewesen. Ja, ihr könnt hier sehen, wie es in der 720p-Version war. Ja, mit denen da vorne, ich glaube, die kann man irgendwie einzeln pullen oder so. Bei 4 Stück davon will ich nicht gleichzeitig bekämpfen. Oder ich bin einfach an dem vorbeigerannt. Ja. Zaubern kann der eine eh nicht so weit. Danke. Ja, guck mal, die anderen drehen schon wieder um. Sind da sehr merkwürdig programmiert. Um es nett zu sagen. Ja, die anderen zwei kriegen es nicht mal mit, dass ich gegen den einen kämpfe. Und dann kann ich die gleichzeitig verprügeln. Oder auch nicht. Hey, nicht die Treppe anzünden. Als ob du mich noch gehauen hast. Okay, hab mich nochmal voll geheilt daneben. Ja, lief da ein bisschen geschmeidiger. Da habe ich die schön einzeln gepult und so. Aber ja, also ich habe einfach nur in der falschen Auflösung aufgenommen und deswegen war alles so, wie es ist. Hey, guck mal, einer von den Typen ist sogar nicht mal mitgekommen. Hey du. Ist der Feuerball. Okay, haben wir das? Jetzt haben wir da zwei Schweinchen. Ich hätte sehr gerne nur eins von den beiden. Ja, komm mit. Schrei mich an. Okay, er ist aggro. Na, komm weiter mit. Ich will bloß nicht, dass das zweite Schwein sich dann einmischt.
Okay. Sollte reichen. Hoffentlich. Weil ein Schwein allein ist echt schon böse genug. Hallo, na? Perfekt. Sehr schön, wenn die richtigen Angriffe machen. Weißt du, dafür lief das bei der anderen Aufnahme überhaupt nicht gut. Die haben mich richtig vermöbelt für 3 Minuten, die Schweine. Bin zwar nicht gestorben, aber die haben mich richtig vermöbelt. Und hier ist auch noch ein Blutedelstein. Ja, man kann also entweder da links rum durch das Abwasser gehen und macht gleichzeitig die Glockenfrau weg, oder man geht hier durch die Schweine. Aber durch die will man ja nicht gehen. Obwohl ich sie trotzdem mitgenommen habe, natürlich. Muss ja alles machen. Für euch. Besonders das Schlimmste daran wird jetzt, dass die Aufnahme nochmal kürzer wird. Weil wenn man alles so routinemäßig drin hat, geht es echt schnell. Und guck mal, wer uns hier erwartet. Die heulende Dame wieder, die wir bei der Spinne rumgetroffen haben. Mehr können wir so ein bisschen ins Gesicht gucken. Sieht mir nach Fake-Weinen aus. So, wir können hier drin, genau, uns den Fahrstuhl aktivieren. Können wir schon mal runterfahren. Und das war eine Abkürzung zu den anderen beiden Fahrstühlen schon. Also kann man 3 Fahrstühle hochfahren, wenn man hier schnell hin will. Sehr merkwürdig. Aber jetzt fahren wir hier hoch. Zu der Frau kehren wir gleich zurück. So. Aber, kleiner Funfact, die Frau da unten, die ist in den Chalice Dungeons ein Boss. Ich glaube sogar der letzte. Aber dafür muss man die halt komplett machen und anders sieht man den Boss im Spiel nicht. Zeit, ein Baby zu verprügeln. Aber wie cool das auch wieder mit dem Mond aussieht. Was erwartet mich denn hier? Mergus-Amme. Jo. Hör halt noch aggressiver an. Schöne Spieluhrmusik. Und scheinbar heißt das Baby Mergo. Und das ist die Amme. Und die Amme ist auch ein, Great One, tatsächlich. Der sehr viel Leben hat. Aber wir hauen einfach richtig schön in den Rücken ein und hoffen aufs Beste. Aua. Hat nämlich echt viel Leben. Aber im Rücken ist man ziemlich sicher bei dem Boss. Das ist sehr angenehm. Tatsächlich, kurze Story mal nebenbei. Ich hab, als ich... Oh nee, warum fängst du damit an? Okay, ich geh weg. Ich hab, als ich den Boss das erste Mal gemacht habe auf der PlayStation 4, wo ich das gestreamt hatte, war die Konsole so lange an, da gab's einen Bug, dass wenn das Spiel zu lange läuft, dass die KI vom Spiel kaputt geht. Ich werd so sterben. Lebe. Wo sind die? Okay. Keine Ahnung. Aua. Aua. Okay. Ah, es hat gebuggt. Wir waren unsichtbar. Glaube ich. Das ist ein anderer Bug, als ich meinte. Ja, war die Konsole so lange an, dass die KI kaputt war und die Bosse nur noch einen Angriff gemacht haben, anstatt richtig zu kämpfen, die meisten. Und dadurch waren alle Bosse bei mir richtig einfach, weil ich das Spiel, glaube ich, einfach über Nacht angelassen hatte oder so auch. Ich habe die Konsole nicht ausgemacht, während ich das gestreamt habe. Ich habe das ja, glaube ich, an 2 Tagen fertig gestreamt. Und ja, dadurch das Ganze. Und deswegen ist es auch das erste Mal, dass ihr die Bosse normal seht, was sie alles können und was sie machen. Mergus Amme, wie wir gerade gesehen haben, kann so einen lila Nebel beschwören. Und während dem lila Nebel greifen mich auch Klone von ihr an. Ich glaube, da sind bis zu 2 weitere Mergo-Ammen dann in diesen Schatten unterwegs. Und die starten die ganze Zeit Angriffe und verschwinden danach wieder. Also dieser lila Nebel ist sehr gefährlich. Ich war sehr irritiert, weil ich keinen dieser Schatten gesehen habe. Und auf einmal dann doch Schaden von dem bekommen habe. Weil die hat zwar auch zugehauen, aber ich habe mehrere Hits abbekommen. Ich glaube, das war also nicht nur sie. Keine Ahnung, was da los war. Aber hoffen wir einfach mal aufs Beste, dass jetzt alles so ist, wie es sein sollte.
Ja, bei Mergo weiter will ich trotzdem am Rücken bleiben und nach links ausweichen. Oder immer gucken, wohin der Angriff geht und dann in die entsprechende Richtung ausweichen. Boah. Macht nämlich echt gut Schaden. Da könnte ich es einfach durch die Bauen wieder heilen. Ja, genau. Wenn ich mich mit der Bewegung mitbewege, bin ich sicher. Aber trotzdem will ich tatsächlich schon mal heilen. Volles Leben ist bei dem Boss einfach sicherer. Und am Rücken will man so mehr auf der linken Hälfte sein, weil die Angriffe da nicht treffen. Genau. Willkommen zu Zombies Boss Guide Mergos Amme. Und man will einfach hoffen, dass sie das möglichst lange macht mit den ganzen Angriffen. Aua. Jo, ich bin nach links gegangen, ganz sicher. Ich schwöre. Ja, umso öfter sie das macht, umso angenehmer wird der Bosskampf letztendlich. Weil sie hat noch nicht mal den lila Nebel beschworen. Und das nutze ich jetzt sehr hart aus. Weil ich glaube, der Boss wird sterben, bevor er es schafft, den lila Nebel richtig zu aktivieren. Er hat nämlich langsam zu wenig Leben. Aua. Obwohl ich auch sehr aggressiv dranbleibe. Aua. So, einmal ausweichen. Boss, du hast deine Mechanik wieder nicht gemacht. Okay, ich zeige euch dann in der 720p-Aufnahme. Meine Güte, weißt du, jetzt macht der Boss seinen krassesten Angriff nicht. Ich zeige es euch, das war richtig krass, wie oft der kam. Ihr habt es halt leider ohne Sound dann. Aber ja, wir haben gewonnen und ihr hört das Baby. Hört auf zu weinen. Es ist eingeschlafen. 3, 2, 1. Albtraum erschlagen. Und wir dadurch haben wir das dritte Drittel einer Nabelschnur. 3 Stück von 4. Theoretisch können wir uns halt bei der einen noch eins holen, aber wir brauchen sowieso nur 3. Und das ist auch irgendwie cool, dass sie sich gegen sie selber blockt. Aua. Ich glaube, 3 Stück sind in der Schattenphase. Aua. Oh, gar nicht gesehen. Boah, wie lange Arme das Ding kriegen kann, ne? Machen hier alle denselben Angriff. Da ist noch eine. Hinter mir war noch eine. Da ist noch eine. Einmal heilen, bitte. Ganz schön wild hier, ne? Okay, ist vorbei. Und wenn man den Boss besiegt hat, kann man hier zurückgehen. Und gucken, was die Dame dazu sagt. Sie hat ja da geweint, war sad, jetzt weint sie ja gerade nicht mehr, jetzt steht sie nur noch so betend da, verneigt sich vor uns und verschwindet. Ja, was es zu bedeuten hat, keine Ahnung. Aber ja, Mergo war auch eine der Großartigen. Deswegen wahrscheinlich so halb unsichtbar und konnte das Kind verstecken. Keine Ahnung, warum das Kind auch komplett unsichtbar war. Ich verstehe nicht, was hier abgeht. Aber was ihr noch viel weniger verstehen werdet, ist, wenn ich jetzt die Lampe anzünde und nach Hause gehe, in den Traum des Jägers. Denn hier steht alles in Flammen. Ja, was ist denn hier passiert? Hallo? Good Hunter, you have come. Dawn will soon break. This night and this dream will end. Gammon awaits you at the foot of the great tree. Genau. Das machen wir aber noch nicht. Very well. Sondern wir leveln jetzt einfach nochmal. Wir können jetzt, glaube ich, 3 Level in Geschick nochmal reinpacken. Genau. Sobald wir das auf 25 haben, leveln wir Arkan weiter. Aber, liebe Leute. Farewell, good hunter. May you find your worth in the waking world. Das wünsche ich euch auch. Denn, ja, wir dürfen jetzt nicht weitermachen. Wir können hier gucken. Hier oben kann man, glaube ich, so durchgucken. Irgendwo über meinem Kopf. Da sitzt er. Da sitzt German. Das ist der große Baum da neben ihm.
Da können wir jetzt hingehen. Hier gab es nämlich die ganze Zeit ein Tor da hinten in der Ecke. Hier unten. Genau, das hier. Das war die ganze Zeit zu. Und das ist jetzt offen. Und dort geht es Richtung Ende des Spiels. Das heißt, das machen wir nicht in dieser Folge, weil wenn wir das machen, sind wir automatisch im New Game Plus und können nicht mehr ins DLC reingehen. Das heißt, wir werden als nächstes den DLC-Stream machen, wo wir uns den Albtraum des Jägers vornehmen. Welcher 4 bis 5 Bosse hat, laut Kommentaren. Eine optional. Und sind am Ende nicht alle optional, wenn man nicht ins DLC rein muss? Ja, ich habe leider jetzt die Tage ein bisschen was zu tun. Deswegen werde ich wahrscheinlich den Stream mit dem DLC erst am 1. oder 2. Dezember machen. Vielleicht sogar erst am 3. oder 4. Aber ich glaube, 1. oder 2. wird funktionieren, wenn alles gut läuft. Und dann gibt es da 1 oder 2 Bloodborne-Streams, je nachdem, wie lange wir für das DLC brauchen. Auch nicht mit irgendeinem so komischen Zombie in irgendeiner Ecke oder so. Einfach ganz normal. Das sind dann wie lange Folgen für euch am Ende. Außer, dass ich halt mit Chat interagieren kann und ein bisschen Koop mit ein paar Leuten aus dem Chat machen kann oder vielleicht PvP auch mal angucken. Das ganze Zeug. Ich bedanke mich an der Stelle schon mal ultra nochmal an allen, die mir Zeichnungen geschickt haben für die Thumbnails. Das war giga cool. Das hat das Projekt ultra aufgewertet für mich. Und hat mich auch immer ultra gefreut, wenn ich da was bekommen habe. Ich bedanke mich auch, warte, hier, komm, ja, auch eine coole Geste. Hier, Respekt-Geste. Bedanke mich natürlich auch bei allen Zuschauern, die sich sehr über das Projekt gefreut haben und einfach Spaß hatten beim Zusehen. Und ja, wir machen ein paar Tagen weiter mit dem Livestream. Tut mir leid, dass ich die Folge ein zweites Mal aufnehmen musste. Die OG-Aufnahme war, glaube ich, so 30 bis 40 Minuten. Wir sind also echt ein gutes Stück schneller. Und ja, wir können jetzt hier kurz nochmal ein bisschen rumgucken, weil ich glaube, sobald man Mergo besiegt hat, ja, hier ist auf jeden Fall mehr Zeug drin. Genau, kann man Blutbrocken kaufen für 60 Einsicht. Das machen wir noch. Tschüss Einsicht. 15 Einsicht. Boah, schaut mal meine Leisten an, wie lang die jetzt sind. Oh, cool. Ja, und ansonsten gibt es hier, glaube ich, gerade gar nichts. Nö. Genau, nur dieses ganze Material, was man braucht für die Chalice Dungeons. Aber ja, ein Blutbrocken ist halt schwer daran zu kommen. 60 Einsicht ist eigentlich wertvoller, würde ich sogar fast sagen. Aber egal. Feuerpapier und Blitzpapier mit der Einsicht zu kaufen, wäre, glaube ich, echt smart so im Allgemeinen. Jo. Und die Bestienbluttabletten natürlich. Können wir uns eigentlich auch nochmal 5 mitnehmen. Ne, ich habe noch 10 im Lager. Achso, dann holen wir die einfach aus dem Lager raus. Bisschen merkwürdig, dass die nicht automatisch rausgeholt werden. Guck mal, 5 Blutfiolen haben wir sogar jetzt mehr als am Anfang der Folge. Sehr schön. Ja gut, Leute. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal in den Streams. Ich freue mich drauf. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Es ging jetzt irgendwie die letzten Tage echt schnell voran, seitdem ich angefangen habe, die täglich zu bringen, die Folgen. Und ja, sorry, dass die Folge kürzer ist als sonst, aber wir haben halt auch alles gemacht, was wir machen können. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einer weiteren Folge Bloodborne. Bis dann. Oder wir sehen uns beim nächsten Mal beim Stream zu Bloodborne. Bis dann, euer Zimmelmann, euer Sir Zehinder, der sich nochmal umziehen kann. Komm. Mal hier für den Stream schon mal richtig einkleiden mit dem Rittergewand wieder. Das ist doch schöner. Ja, können ja mal gucken, was wir dann in den Streams anhaben. Vielleicht auch wieder die Old Hunter Kleidung. Oh, die war auch cool, ne? Ja, oder schreibt uns in die Kommentare, was ihr euch für Fashion Outfit wünscht. Ah, das ist schon cool. Jo, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Zimbelmann.